in der Malerei fühle ich mich also auch absolut frei. Ja, das kann mich da ausdrücken, wie ich will. Also da ist keine Behinderung da, da ist nichts da, was mich irgendwie beeinträchtigt. Ich kann da frei agieren und kann mich voll entfalten, kann mich ausarbeiten. Also das ist für mich also das Lebenselixier, kann man sagen. Eine Ansicht des neuen Palais. Thomas Karlau malt sie mit einer ganz besonderen Technik. Er ist Mundmaler. Ich habe da ein Mundstück, was so ein genaues Negativabdruck ist von meinen Zähnen, damit die Zähne gleichmäßig belastet werden. Und da wird ein Pinsel drin befestigt, dann nehme ich den Mund. Und alles muss dann so in meine Reichweite drapiert werden. Dann habe ich meinen Assistenten, der macht mir die Farbe, drückt mir die auf die Palette und dann geht's los, dann male ich. Und ja, ansonsten ist es dann nur Kraft, Muskulatur und Wille und die innere Einstellung dazu. Der heute 55-Jährige musste lernen, so zu malen. Denn mit gerade mal 15 Jahren hatte er einen folgenschweren Badeunfall. Er sprang kopfüber ins Wasser. Wie man so Jugendlichen Leichtsinn sowas macht. Und ich war vielleicht zu groß und das Wasser war zu flach. Das vertrug sich nicht und dann bin ich da reingesprungen. Und hab mir quasi das Genick dabei gebrochen. Ja. Und man hatte mir keine guten Prognosen gestellt. Also hat man eigentlich nicht erwartet, dass ich das überlebe. Dank seines starken Willens überlebte Thomas Karlau, blieb aber von Kopf abwärts gelähmt. Nur schwer konnte sich der Jugendliche mit seinem neuen Leben arrangieren. Erfüllung fand er erst, als er lernte, mit dem Mund zu schreiben, später zu zeichnen und zu malen. War ganz außergewöhnlich. Also, nach den vielen Jahren, die ich dann wirklich sinnlos irgendwie rumgelegen habe, mich irgendwie auszudrücken. Und am Anfang war es dann wie so eine Beschäftigungstherapie. Der Kaputa lernte sogar Japanisch, um in der DDR als Übersetzer zu arbeiten. Nach der Wende widmete er sich aber ganz der Malerei, besonders dem Im- und Expressionismus. Heute ist er ein bekannter Künstler. Die Vereinigung der Mund- und Fußmaler verschafft ihm Ausstellungen auf der ganzen Welt. Mir ist Malen oder Zeichnen leicht gefallen. Das war so mein Ausruhfach in der Schule. Aber dass sich dann so herauskristallisiert, dass ich dann daraus einen Beruf gemacht hatte, das war natürlich überhaupt nicht absehbar. Er malt, was er sieht, besonders Landschaften, aber auch Architektur und Stillleben. Mal mit Aquarell, mal mit Öl. Kann ich so ein bisschen ein Vermittler sein, den jetzt gerade meine Besonderheit, dass ich das mit dem Mund mache oder dass ich ein Mensch bin mit Behinderung. Einfach eine Brücke bauen über die mit der Kunst, um mehr eine Selbstverständlichkeit, einen Umgang mit Menschen mit Behinderung vielleicht auch damit zu erreichen. Ein Umgang, der so selbstverständlich ist, wie es für Thomas Karlau ist, mit dem Mund zu malen.